Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Euro Truck Simulator 2 Let's Plays. Wir sitzen gerade in unserem neuen Iveco Stralis Highway und bringen gerade irgendwelche Fahrzeuge. Ich weiß nicht ganz genau, was das ist. Aber irgendwelche Fahrzeuge von Porto nach Tangier. Ich weiß leider immer noch nicht, wie man das ausspricht. Tut mir furchtbar leid. Ich kann aber jetzt mal den Auflieger nochmal zeigen. Bietet sich ja an, ist ja gerade nicht so viel zum Steuern, also hat man gerade so ein bisschen gesehen. Ich will nicht so viel mit der Kamera rumspielen, sonst baue ich noch einen Unfall. So, in der letzten Folge ist mir aufgefallen, beim Bearbeiten, dass ich da ziemlich leise war teilweise. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wie gesagt, also schon öfter spinnt mein Headset ein bisschen rum und es kann auch sein, dass es immer wieder anfängt zu rauschen und ich kann das nicht verhindern, ich weiß nämlich nicht, woher das kommt. Und rausfiltern kann ich es auch nicht, weil das dann manchmal ganz plötzlich auftritt und meine Stimme total überlagert, sodass man mich gar nicht mehr richtig versteht. Ich war ziemlich leise. Eine Lösung habe ich mehr oder weniger gefunden, zumindest glaube ich oder hoffe ich, dass es geholfen hat. Und zwar habe ich das Headset jetzt so leicht schief aufgesetzt, damit das Mikrofon mehr von meinem Mund hängt. Es ist ein bisschen lauter geworden. Oh, wir haben immer noch keinen Schaden. Aber vielleicht hatte ich einfach nur Glück mit dem Headset gerade und es hat gerade weniger gesponnen, sodass es lauter wird. Jedenfalls hat es bei den Tests, die ich gerade noch kurz vor der Aufnahme gemacht habe, jetzt besser geklappt und es war jetzt ein bisschen lauter als in der letzten Folge teilweise. Ich habe die Hoffnung, dass es jetzt hilft, aber ja, irgendwas stimmt mit dem Headset nicht. Irgendwie wollen mich die Headsets ärgern. Das eine ist kaputt gegangen, das andere das ich jetzt erst neu bekommen habe, also was man mir zu Weihnachten geschenkt hat. Ja, das spinnt jetzt auch langsam. Ist schade. Da muss ich wohl mein eigenes Geld ausgeben. Für irgendwann mal. Demnächst. Das ist ärgerlich. Und ich habe auch schon ein bisschen versucht im Internet zu gucken, woran das liegen könnte. Und ich habe noch nichts gefunden. Denn irgendwie da, wo ich was dazu gefunden habe in Verbindung mit dem Headset, das waren immer entweder andere Probleme. Ne, es waren eigentlich immer andere Probleme. Nicht entweder andere Probleme oder irgendwas anderes. Das waren immer andere Probleme, die irgendwie anders zu lösen waren. Und das Problem, was ich habe, habe ich noch nirgendwo anders gefunden. Noch keine Lösung gefunden. Vielleicht könnte ich ja selbst mal was fragen. Vielleicht weiß aber auch jemand Bescheid. Vielleicht kennt sich jemand mit Headsets aus und mit den Macken, die sie manchmal haben. Ich bin hier langsam am Verzweifeln und das ist echt ärgerlich, weil leider die Qualität der Videos ziemlich drunter und das ist ziemlich blöd. Naja, gut. Und kommen wir mal zu dem Thema, was ich für heute mir überlegt habe. Und zwar ist es eigentlich hier in Deutschland, würde ich fast schon sagen, eine Art Tabuthema. Weil man da schnell missverstanden werden kann. Auch wenn es ja eigentlich nichts Schlimmes ist. Und zwar ist das Thema, was ich ansprechen wollte, der Nationalismus und Patriotismus oder der wichtige Unterschied, den es dazwischen gibt. Ne? Also zuallererst wir als Deutsche, ne, wir haben natürlich schlechte Erfahrungen mit Vaterlandsliebe gemacht, denn diese übertriebene Version davon hat die halbe Welt ins Verderben gestürzt. Und sowas wollen wir natürlich nicht nochmal. Und deswegen haben wir auch so ein, verabscheuen wir einige Leute. Oder, ja. Oder, wie gesagt, also, nee, wie gesagt, ich habe doch noch gar nichts dazu gesagt. Wie soll ich das sagen? So, das wollte ich sagen. So, wir betrachten Leute mit Misstrauen, die dieses Land, in dem wir leben, übermäßig lieben. Aber man denkt sich ja, also man kennt ja auch die anderen Länder wie und die Leute, wie sie zu ihrem Land stehen. Zum Beispiel die kennt man die Amerikaner, die zum Beispiel die häufig sehr verliebt in ihr eigenes Land sind. Dann was gibt's noch? Es wäre jetzt vielleicht klischeehaft, wenn ich so Länder aufzähle, aber es gibt so einige Länder. Wo die Leute sehr starke Liebe zu ihrem Heimatland zu haben scheinen. Und
Und der erste Moment, wo man in Deutschland eigentlich wieder ganz offen gezeigt hat, wie sehr man sein eigenes Land liebt, das war eigentlich bei der WM 2006. Ja. Und ja, das war so ein befreiendes Ereignis für einige, denn dann hat man wieder mal gezeigt, ja, wir können auch stolz auf uns sein. Wir müssen uns nicht dafür schämen, was unsere Vorfahren vor zig Jahren gemacht haben. Es waren ja auch nicht alle, es waren ja nur eine Minderheit, die das regiert haben. Die anderen haben mitgemacht, weil sie entweder naiv waren oder nicht auffallen wollten. Ja. Und ja, das ist ein Fehler, für den können wir nichts. Jetzt war ich hier über die Markierung, wo man eigentlich nicht drüber fahren darf, aber egal. Das ist was, wofür wir nichts tun sollen, und ich finde, dafür schämen sollten wir uns auch nicht. Man sollte es irgendwie ausblenden, aber nicht vergessen. Das ist immer so ein schwieriger Grat. Aber das ist eigentlich, was ich sagen wollte, ist eigentlich was anderes. Und zwar, ja, es gibt nämlich einen wichtigen Unterschied zwischen dem, was jetzt als Beispiel man in Deutschland in den 30er, 40ern gemacht hat, oder auch davor schon, auch in anderen Ländern. Es war ja nicht nur Deutschland, es waren ja einige Länder, wenn dir das so abgelaufen ist. Aber es gibt einen Unterschied zwischen dem, was in Deutschland abgelaufen ist in den 30er, 40ern, und was zum Beispiel so, ja, zum Beispiel jetzt als Beispiel eben manche Amerikaner zum Beispiel. Das könnte wieder klischeehaft sein, wenn ich die jetzt als Beispiel erwähne, aber bei denen habe ich eben den Eindruck. Und zwar, was in Deutschland abgelaufen ist in den 30er, 40ern, und wovor wir eigentlich so Angst haben sollten, das ist der Nationalismus. Und was die, und was das eigentlich eher unbedenkliche, die unbedenkliche Version davon ist, der Patriotismus. Der wichtige Unterschied dazwischen ist nämlich, beim Nationalismus sagt man, unser Land ist das Beste von allen und die anderen können nichts. Und das ist, ja, das ist ja eigentlich nicht so toll, denn man kann ja nicht sagen, welches Land das Beste ist, denn alles hat natürlich Vor- und Nachteile. Und es wäre auch ungerecht, das so zu behaupten. Und so. Wie gesagt, es gibt ja keine wirklichen Kriterien dafür, wie man das bewerten kann. Und ja. Und wenn man das mit zu wenig Begründung sagt, dann landet man schnell, oder mit den falschen Begründungen, dann landet man schnell da, wo Deutschland einmal war. Und das will natürlich niemand. So, und beim Patriotismus ist es eben so, dass man sein eigenes Land liebt und dass man toll findet, was das Land geschafft hat, was es erreicht hat. Aber man weiß immer im Hinterkopf, die anderen sind nicht besser oder schlechter. Sie sind auch gut. Also eigentlich geht es darum, beim Patriotismus zu sagen, mein Land ist für mich genau das Richtige, ich fühle mich hier wohl. Und will vielleicht in gar keinem anderen Land leben oder so. Aber das heißt nicht, dass jetzt alle, zum Beispiel alle, die meiner Nationalität angehören, sind auch gut und viel besser als alle, die andere Nationalitäten haben, denn das stimmt nämlich nicht. Es gibt solche und solche. So. Und das kann man ja auch nicht danach ordnen, denn es ist kein vernünftiges Kriterium. Jetzt hätten wir beinahe einen Unfall gebaut, weil die da wieder durchgefahren sind, bis die Spur sich auflöst und dann warten. Ja. Die Nationalität sagt ja nichts darüber, nichts anderes aus, als wo man herkommt oder wo die Vorfahren herkommen oder so, oder wo man lebt oder so zum Beispiel. Es gibt natürlich unterschiedliche Arten, an eine Nationalität zu kommen, aber so in der Art. Das war ich ja auch bis zum Ende durch. Jetzt mache ich den gleichen Fehler wie die anderen. Ja, wer wartet jetzt? Warte ich? Ich komm, ich warte. Ich bin mal gnädig. So. Und da könntet ihr ja auch in die Kommentare schreiben, eure Meinung dazu. Habt ihr generell so Respekt oder Angst oder so vor so übermäßiger Liebe zum eigenen Land? Ich meine, auch wenn man nicht sagt, dass die anderen jetzt schlechter wären als man selbst, ja. Es hat ja doch immer so diesen Beigeschmack, ne? Dass man jetzt sagen würde, dass die anderen nicht so gut würden. Ich meine, sonst würde man ja nicht sagen, dass es das eigene Gut ist. Aber wie gesagt, eigentlich bedeutet es, also kann man ja auch sagen, es ist
für mich das Beste. Ich fühle mich hier wohl und ich will hier bleiben und ich bin stolz darauf, was die Leute gemacht haben, die zufällig aus dem gleichen Land kommen wie ich oder so, oder was wir als Nation für einen Einfluss haben können, der ja auch nichts Negatives sein muss. Einfluss ist ja auch was Positives. Zum Beispiel, naja gut, das ist jetzt wieder, kann man wieder so und so sehen, aber die Amis mit ihrer Rolle als Weltpolizei versuchen ja oft, das kann man jetzt auch wieder anders sehen, aber sie versuchen eben die Welt so in geordneten Bahnen zu halten und nicht aus dem Gleichgewicht zu geraten, aber dann machen sie sich auch wieder unsympathisch, weil sie es manchmal zu übertreiben scheinen. Ja, es ist jetzt wieder eine andere Geschichte und da können wieder zu viele Missverständnisse aufkommen, weshalb ich das Thema jetzt nicht weiter vertiefe, weil ich da auch nicht so wahnsinnig gut informiert bin. Aber, ja. Wie gesagt, das muss nichts Negatives haben. Solange man nicht sagt, dass das eigene Land viel besser ist als andere und die anderen nichts können, weil sie nur andere Länder sind. Denn das, das, was die Welt vor zig Jahren ins Verderben gestürzt hat. Der Gedanke, dass man selbst der Beste ist und die anderen nichts können, weil sie nur aus dem Grund, weil sie aus einem anderen Land kommen. Ja. Und genauso ist das ja auch mit Einwanderung, ne? Es gibt natürlich einige Leute, die fordern, dass sich die Einwanderer, die hier zum Beispiel nach Deutschland kommen, dass sie sich auch integrieren. Das kann man auch so und so sehen. Es wäre natürlich von Vorteil, wenn sie auch die deutsche Sprache sprechen, aber sie zwingt ja keiner dazu. Es ist ja auch natürlich von Nachteil. Viele beschweren sich auch, dass die Leute, die nach Deutschland kommen, aus dem Ausland, gerne unter sich bleiben. Das ist natürlich auch nicht bei allen so, das kann man auch nicht verallgemeinern, aber es gibt welche. Und das ist auch wiederum so eine Sache, da kann man sich eigentlich auch nicht wirklich beschweren. Denn, ja, was hat man denn, was verliert man denn dadurch, wenn die unter sich bleiben? Ja? Solange sie kein Ärger machen, finde ich, sollte man jeden reinlassen. Und das ist eben das einzige Kriterium, was finde ich bei Einwanderung eine Rolle spielt, ist eben, man sollte alle Leute reinlassen, die keinen Ärger machen. Und wenn die Leute Ärger machen, dann wäre es vielleicht eine Überlegung wert, sie wieder rauszuschmeißen. Aber ansonsten nicht. Wenn sie ganz friedlich ihr Leben leben, wieso sollte man sie dann wieder rausschmeißen? Oder gar nicht erst reinlassen? So. Jetzt bin ich wieder so ein bisschen abgedriftet von dem ursprünglichen Thema, aber zum ursprünglichen Thema weiß ich jetzt nicht mehr wirklich was zu sagen. Ja. Ich denke mal, das war so mehr oder weniger. So Baustellenampeln, die brauchen immer ewig, ne, bis man da durch ist. Das ist auch in der Wirklichkeit echt schrecklich, wenn man da minutenlang an der Ampel stehen muss. Noch schlimmer finde ich es ja, wenn man an der Baustellenampel steht und die andere Ampel das Ende der Baustelle hinter einer Kurve ist und man nicht sieht, was da jetzt abgeht. Und man sich dann fragt, wann geht's denn endlich weiter? Man keine Ahnung hat, wie lange man noch warten muss. Das ist immer schlimm, diese Ungewissheit. Aber jetzt kommen wir hier durch. Ist auch ganz schön so. Wir sollten auch demnächst mal wieder versuchen, einen Schlafplatz aufzusuchen, fällt mir gerade auf. Also, meine Frage an euch, was mich auch interessieren würde, eure Meinung dazu. Wie sehr darf man sein eigenes Land lieben, ohne dass es negativ ist? Oder darf man das überhaupt so übermäßig tun? Oder findet ihr, dass zum Beispiel man in Deutschland ruhig viel offener sagen könnte, wie sehr man das eigene Land mag und sich keine Gedanken darüber machen sollte, gleich als Nazi beschimpft zu werden, weil Patriotismus ja nicht so viel mit Nationalismus zu tun hat. Eigentlich gar nichts, außer der Tatsache, dass man das eigene Land mag. Aber das ist eben der wichtige Unterschied, den ich schon erwähnt habe, den es da zwischen diesen beiden Begriffen gibt. Und dass das eine gut ist und das andere schlecht. Weil man mit dem einen schon schlechte Erfahrungen gemacht hat.
und man eigentlich auch mit gesundem Menschenverstand erkennen sollte, dass es nicht gut ist. So. Mal gucken. Wie weit sind wir denn schon? Sind wir bald schon am Ziel? Wir sind schon in Spanien. Denn wir waren vorhin beim Grenzübergang. Naja, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich freue mich, ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann kann ich es auch nicht ändern, weil dann wird es vielleicht, na gut, ich kann es schon ändern, aber jetzt nicht mehr nachträglich an dieser Folge hier. Für zukünftige Folgen könnte ich es ändern. Naja, jedenfalls freue ich mich natürlich immer über Bewertungen, positiv wie negativ. Bei negativ, so eigentlich auch bei positiv, aber bei negativ wäre es noch viel wichtiger, Begründungen. Oder auch, was mich auch natürlich auch riesig freuen würde, wären eben Antworten zu dem Thema. Und ja, ich würde sagen, wir hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.